Ja, einige Löwenfans haben schon gemeint, ich war ausgewandert. Brasilien, Indonesien oder Thailand. Pfeifferregel, Urlaub habe ich gemacht. Hab einfach mal, leckt sich alle am Arsch, hab es gut gelassen. Hab aber trotz alledem die Löwenfans unterstützt und die Löwen im Stadion. Hab alles miterlebt, dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind. Grantl ist out. Schimpfer, nicht mehr rausgehen. Ganz im Gegenteil. Löwenfans rennt aus seinem Stadion. Jetzt braucht die Mannschaft unsere Unterstützung. Wir müssen scharenweise in der Kurve stehen. Säst dich rein. Es werden am Wochenende gegen Bielefeld plus 16.000 Fans oder Zuschauer erwartet. Das ist doch gar nichts. Die Hütte muss brennen. Und ich muss den Löwenfans ein super Kompliment machen. Die letzten Spiele, wo wir daheim sauber gewonnen haben, gegen Düsseldorf und gegen Sandhausen. Eine Stimmung, obwohl bloß 15, 17, 18.000 Zuschauer im Stadion waren. Leckt mich doch am Arsch, ist das zugegangen. Eine Stimmung, grandios. Da kann sie Bayern eine Scheibe runterschneiden. Ob das Ding, wie es zertautelt hat, wird die auf einmal zurückfahren. Nichts mehr ist gegangen. Pierre hat gar keinen einzigen mehr. Aber die unseren in der Kurve schreien, jubeln. Und auch wenn wir am letzten Wochenende verloren haben in Leipzig, irgendwie haben wir uns natürlich gestellt, einen Punkt hätten wir uns schon. Kreinkehner macht gar nichts. Die letzten Spiele, Platz 15, haben wir uns erarbeitet, weil wir gewonnen haben, weil wir gekämpft haben, weil wir endlich einmal Flanken und Ecken einhauen. Und der Kopf ist da, oder der Fuß, der Hax, der Arsch. Scheißegal was, wir sind wieder dabei. Jetzt verrate ich euch, warum wir garantiert nicht absteigen. Schaut mal her. 6 Wochen Urlaub und wir haben einen Doppelpack. Der Willi, der Löwenwilli, beide sind drin, beide sind lässig und gut drauf. Und wir gewinnen am Wochenende gegen Bielefeld. Wie viel? Völlig wurscht. 1-0, 2-1, 3-1, 3-0. Da war die Freude natürlich noch viel größer. Aber wir drücken Daumen, Fans, rennt's raus. Derzeit, wenn ich zu Leicester sei, fast wie im Radlaufser, ob ich vom KDB, nicht ewig im Biergarten rasen. 60 braucht eine Unterstützung und die kriegt's von uns. Einmal Löwe, immer Löwe, ist leicht gesagt, aber wenn man heute halt in die Stadion geht, dann seid ihr eigentlich auch ganz schöne Hosenscheißer. Alle, die jetzt das hören, müssen sie von mir anhören lassen. Wer nicht ins Stadion geht, ist eigentlich ein Löwenhosenscheißer. Es gelten Ausreden, wenn Frau Geburtstag hat oder irgendwas. Aber ansonsten hinaus, der Ball gehört hinein und jubeln dermal. So muss es sein. Fährt euch gut, gewinnen dermal.